Wir sind heute in Nordhausen und wollen uns mit dem Thema Alltagssexismus beschäftigen und haben dazu die Autorin des Buches »Weil ein Hashtag Aufschrei nicht reicht«, Anne Wieczorek, eingeladen. Aufschrei ist ein Hashtag, der Erfahrung mit Alltagssexismus sichtbar macht. Das heißt, er hat halt damit angefangen, dass betroffene Frauen angefangen haben, ihre Geschichten damit zu teilen, wie sie ja angegrapscht wurden, obwohl sie das nicht wollten, sexistische Sprüche sich anhören mussten, bis hin zu Vergewaltigung. Also da wird wirklich die ganze Palette am Ende sichtbar geworden. Wir möchten uns in 4 Workshops dem Thema Alltagssexismus und Feminismus annähern. Und zwar beschäftigen wir uns einmal mit dem Thema, können auch Männer Feministen sein? Dann haben wir einen Workshop, wo es um das Thema Netzfeminismus geht. Als weiteren haben wir einen Workshop zu Privilegien. Unsere patriarchalische Gesellschaft ist so aufgebaut, dass gewisse Bevölkerungsgruppen Privilegien haben und andere keine oder weniger. Und der 4. Workshop beschäftigt sich damit, was kann ich denn selbst tun? Was wir am Ende machen müssen, das ist halt auf verschiedenen Ebenen. Das ist dann auf einer politischen Ebene, wenn wir solche Mittel einsetzen, wie zum Beispiel die Frauenquote oder auch jetzt das geforderte Transparenzgesetz zu Gehältern. Aber ganz viel passiert natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also ganz viel, was erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten, was ist Sexismus, was machen Geschlechterstereotype mit uns, wie wirken die tagtäglich auf uns ein. Und ja, am Ende beginnt das aber auch schon im Kindergartenalter. Wenn ich die Antwort hätte, dann hätte ich sie schon längst geliefert. Also das ist natürlich nicht so einfach, aber ich glaube letztendlich, ja, das können wir alle in unserem Alltag tun. Bis hin zu, dass ich glaube, es braucht auch wahnsinnig viele Vorbilder diesbezüglich. Also wir haben leider in Deutschland, finde ich, nicht so viele prominente Vorbilder, die das auch aktiv jetzt zum Beispiel vorleben. Und ich glaube, das sind einfach schon so Mittel und Wege, wo man da irgendwie ansetzen kann.